Willkommen zum Jahresrückblick hier auf Marbacher TV. Das Jahr 2014 neigt sich dem Ende zu und da ist es üblich, mal zurückzuschauen, was so passiert ist. Und ich möchte das, was ich da gefunden habe, nun mit euch teilen. Das wären zum ersten 58 Videos, die ich im Jahr 2014 auf Marbacher TV hochgeladen habe. Dazu kommen noch 33 Videos, die ich auf Yamaduo, den Kanal, den ich gemeinsam mit Angelika betreibe, dort hochgeladen habe. Das heißt, insgesamt habe ich 91 Videos 2014 auf YouTube hochgeladen. Ich habe mir nicht angeschaut, wie viele Minuten das insgesamt sind. Und verglichen mit den Großen ist es natürlich wenig, aber ich bin trotzdem sehr stolz darauf, denn ich habe sie alle selbst geschnitten und gedreht. Beziehungsweise mit 33 Videos habe ich mich gemeinsam mit Angelika gedreht. Und, was ich hier auch sagen möchte, ein großes Dankeschön an meine Assistenten. Denn ohne die wäre das natürlich technisch nicht machbar gewesen. Die haben mir bei den Kameras, Ton und Licht immer geholfen. Danke, Leute. Weiters gibt es auf Marbacher TV für euch 14 Playlisten mittlerweile. Das heißt, ich habe die Videos sortiert und da gibt es Playlisten wie zum Beispiel Marbachers Vlog, Marbachers Accessibility Checks oder eben jetzt die Adventsgeschichten. Und es gibt Tutorials und ich habe eine Playliste, die englischsprachige Videos enthält von mir, mein namens My Gimpy Life. Könnt ihr auch mal reinschauen, sind ganz lustig. Das Englisch ist nicht immer britisch-englisch oder ganz korrekt, aber man versteht's. Worauf ich ganz stolz bin, sind 320 neue Abonnenten im Jahr 2014. Das ist wahnsinnig geil. Insgesamt sind es mittlerweile 553 Abonnenten. 2014 wurde mein Kanal, also ich habe insgesamt 158.000 Views generiert 2014. Insgesamt sind es über 339.000. Ich kann mir noch nichts darum kaufen, aber es ist die richtige Richtung. Was mich auch sehr freut und was eigentlich das Wichtigste ist, 492 Kommentare. Das heißt, es sind wirklich Leute da draußen, die sich meine Videos nicht nur anschauen, sondern die auch mit mir in Kontakt treten wollen. Und es sind durchwegs positive Kommentare. Und ich möchte mich dafür bei euch bedanken. Außerdem 705 Likes und, was ich auch sehr toll finde, 179 Dislikes. Muss es auch geben. Das war 2014 auf Marbacher TV. 2015 kommen wieder ein paar neue Sachen dazu. Es wird weitere Tutorials geben, es gibt weitere Accessibility Checks, keine Frage. Aber ich arbeite auch an ein paar neuen Dingen und eins kommt garantiert, ich hoffe noch im Jänner, der Montagswitz. Da werde ich euch für den Wochenstart einen Witz mit auf den Weg geben. Ich werde ihn wahrscheinlich so montags um 7 Uhr in der Früh online stellen und ich bitte euch, nehmt den Witz. Erzählt den an dem Tag zwei Leuten, nehmt ihn mit in die Arbeit, zur Familie, zu Freunden, in die Schule, ganz egal. Erzählt ihn heute und ich bin mir sicher, ihr habt einen coolen Start in die Woche. Ich hoffe, die Witze gefallen euch. Es werden natürlich nicht immer ganz jugendfreie Witze sein, muss ich auch gestehen. Aber ich werde mich bemühen, anständig zu bleiben. Tja. Das war's in meinem Rückblick. Ich möchte mit euch... Oh ja, mein gelbes Jahr geht zu Ende. Ich habe es wirklich geschafft, ein Jahr lang nur gelb zu tragen, wenn ich die Wohnung verlassen habe. Gut, ja, das war's jetzt wirklich. Ich wünsche euch für 2015 das Allerbeste. Ich bedanke mich nochmal für eure Views, für eure Abos, dafür, dass ihr mir auf YouTube zeigt, dass ihr das mögt, was ich mache. Darum und auch überhaupt
wünsche ich euch das Allerbeste für 2015. Mögen eure Vorhaben gelingen und ja, mögt ihr jemanden haben, der für euch da ist, wenn ihr ihn braucht. In diesem Sinne, frohes neues Jahr und wir sehen uns wieder hier auf Marbacher TV. Ciao.